Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich meine komplette, aufgebrauchte, dekorative Kosmetik aus dem Jahre 2023 für euch. Und wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen nochmal das ganze Jahr Revue passieren zu lassen und zu schauen, was alles so leer gegangen ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich teste ja immer super, super viele Produkte und wenn ich die Produkte dann leer bekomme, ist das eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Was mir da absolut bei hilft, ist zum Beispiel das Project Pen, was ich auf meinem Zweitkanal Claudis Bunte Welt mache. Da habe ich mich angeschlossen letztes Jahr und da ist die liebe Melli vom Kanal Mello Flori quasi diejenige, die das Ganze ins Leben gerufen hat und mich wirklich dabei unterstützt hat, diese Produkte aufzubrauchen. Denn die ganzen Mädels, die dort in der Gruppe drin sind, motivieren sich halt gegenseitig total, ne? Das ist großartig und ja, schaut da super gerne mal vorbei und falls ihr zum Beispiel auch irgendwie einen Social-Media-Kanal habt und mitmachen möchtet, könnt ihr das auch super gerne machen, dass ihr euch einfach dem Projekt anschließt und dann können wir gemeinsam eskalieren und ja, also trotzdem, wenn man bedenkt, wie viel ich mich schminke, ist es ganz schön wenig, was ich letztendlich aufgebraucht habe. Ihr habt es natürlich auch immer in den Aufgebraucht-Videos gesehen. Und ich wühle mich jetzt hier einfach mal ein bisschen durch, ne? Ich müsste jetzt auch aktuell, und da fische ich mal das erste Produkt raus, einen Dalton-Code haben. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich blende ihn euch hier mal ein, verlinke euch das auch mal gerne nochmal in der Infobox. Da müsstet ihr aktuell 25% Rabatt bekommen. Schaut einfach super gerne mal dort vorbei. Die haben ganz, ganz großartige Pflege. Denn entweder bin ich heute noch auf dem Event oder ich war jetzt am Wochenende auf dem Event zusammen, zum Beispiel mit der lieben Melli, mit Mello Flori und mit Nicole von Chiquitas Place. Auch die beiden Damen haben natürlich einen Code und auch die liebe Amelie with Love und ganz viele Kolleginnen aus dem Instagram-Bereich. Und ja, auf jeden Fall könnt ihr dort allerhand sparen, wenn ihr möchtet. Ihr werdet hier so viele Codes bekommen, Leute. Es sind natürlich auch Produkte, die ihr über meine Kooperationspartner bekommen könnt. Aber ich starte mit dem ersten Produkt und zwar ist es das Face Care Freshen Up Feuchtigkeitsspray von Dalton. Das gibt es immer nur im Sommer und das ist fantastisch. Ihr könnt euch das auch einfach wieder befüllen, weil der Sprühkopf ist großartig, dass ihr hier einfach ein anderes Produkt reinfüllt. Dazu einfach das Ding einmal öffnen, dann kann man dieses Ding hier abschrauben und dann kann man mit einem Stift am besten, mit einem langen Stift, diesen Airless-Gedönsen runterschieben, ne? Und dann halt wirklich bis oben hin auffüllen mit Flüssigkeit und dann kann man das auch super wieder verwenden. Also kannst du auch mit Wasser auffüllen. Also ganz, ganz, ganz tolles Verpackungsgedönsen überhaupt, ne? Nun, auf jeden Fall war das ein Setting Spray für mich, was ich verwendet habe, nachdem ich vor allem so im Sommer zum Beispiel meine cremigen Texturen aufgetragen habe, einfach um da noch ein bisschen mehr Frische reinzubringen. Und danach habe ich mir erst die pudrigen Texturen aufgetragen. Das hat alles einfach ein bisschen besser miteinander verbunden und genau. Dalton hat halt auch dekorative Kosmetik oder halt Pflege, die du in deine dekorative Kosmetikroutine mit einbeziehen kannst im Sortiment. Und das habe ich aufgebraucht, finde ich fantastisch und kann euch empfehlen, im Sommer das auch vielleicht nachzubestellen. Da wird es natürlich auch immer wieder, weil wir auch dieses Jahr natürlich eine Kooperation miteinander haben, für euch mit die Möglichkeit geben, das Ganze mit Rabatt auch zu bekommen. Ich würde jetzt auch weitermachen in der Kategorie Fixing Sprays und da kommen wir zu einem der besten Fixing Sprays des Jahres, würde ich sagen. Riva Loves Me hat die Kollektion Galaxy by Maxim mit Maxim Giacomo rausgebracht und da war dieses Setting Spray drin. Oh mein Gott, war das gut. Also das war so fantastisch. Corinne hat mir letztens geschrieben, dass auch ein Paket von ihr zu mir auf dem Weg ist, wo sie mir auch genau dieses kleine Fläschchen nochmal schickt. Ich freue mich so sehr, weil das ist eine gute Alternative, sag ich mal, zu dem Charlotte Tilbury Fixing Spray. Ne? Das ist echt krass, also von der Wirksamkeit. Du kriegst ein tolles Dewy Finish. Du kannst damit auch richtig dein Make-up wieder auffrischen. Aber was mache ich euch den Mund fusselig? Oder was mache ich euch den Mund feucht? Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das eine Limited Edition gewesen. Das gibt es ja gar nicht mehr. Naja, gut, dann habe ich hier von Pixi by Petra, das gibt es aber noch, Glow Mist mit Propolis und Arganöl. Und das war auch etwas, was ich als Setting Spray verwendet habe. Sprich, nach meinen cremigen Texturen, eben wegen dem Öl, was da drin auch war, war das jetzt nichts, was ich mir dann nochmal über mein Make-up drüber gegeben habe, weil das hätte mein Make-up weniger haltbar gemacht, sondern vielmehr wahrscheinlich ins Rutschen gebracht. Aber als Setting Spray war das ganz gut. Nourishing Mist, also hier steht auch gar nicht drauf, dass du das tatsächlich als Setting Spray verwenden sollst oder so. Das ist halt, ja gut, adds a dewy finish and protects.
After Make-up. Doch, steht hier eigentlich schon, ne? Naja, ich würde es aber eher quasi nach den cremigen Texturen verwenden, um das Ganze halt noch mehr juicy zu machen. Aber jetzt nicht unbedingt nochmal über den Make-up drüber. Da hätte ich jetzt ein bisschen Bedenken, muss ich gestehen. Hier habe ich ein Produkt verwendet von Lavera, das Make-up Setting Spray. Habe ich aber als Sponge und Setting verwendet. Also quasi sowohl um meine Schwämmchen anzufeuchten, weil ich zu faul war, um aufzustehen. Aber mittlerweile haben wir hier oben ja auch einen Wasseranschluss und so. Wir haben ja in diesem Jahr hier oben einiges renoviert. Genau, da habe ich es für verwendet, aber ich fand es tatsächlich top. Vom Duft her fand ich das nicht so gut, weil es halt alkoholisch war. Das ist halt immer die Sache bei Naturkosmetik. Ist aber solide gewesen, würde ich mir persönlich aber aufgrund des Duftes einfach nicht nachkaufen. Ne? Dann habe ich hier etwas, was einen krassen Duft hat. Das muss man mögen, wenn man möchte. Set It and Forget It. Da muss er auch ein bisschen aufpassen. Von Nimia. Das kannst du auch so kaufen. Gibt es auch bei Beauty Bay zum Beispiel. Zum Beispiel. Und das klebt. Das ist richtig Haarspray. Also da musst du aufpassen, dass es nicht allzu sehr überall anders hinkommt. Also man muss aufpassen, dass es nicht in die Haare kommt, weil die dann wirklich klebrig werden und auch nicht so an die Kleidung, ans Dekolleté. Da muss man wirklich gezielter das Ganze auftragen oder du machst es hier auf dein Schwämmchen und gehst dann mit dem Schwämmchen über dein Make-up. Das geht ja auch, ne? Also ich habe davon noch ein Backup da, weil ich das von der Wirkung her richtig gut fand. Also das hat halt wirklich das Make-up sehr, sehr gut fixiert, obwohl es halt nur ein Setting Spray und kein Fixing Spray ist. Setting ist eigentlich dafür da, damit eher so die Texturen miteinander verschmilzen. Also so habe ich das für mich wahrgenommen. Ne? Alles, was ich als Setting Spray identifiziert gelesen habe, waren dann auch wirklich Sachen, die ich eher so zum Verschmilzen genommen habe. Und was als Fixing Spray drauf gestanden hat, ist dann etwas, was wirklich auch das Make-up lang haltbar gemacht hat. Wobei das hier ist als Setting Spray halt ausgewiesen, hat sich aber wie ein Fixing Spray verhalten. Genau. Dann habe ich hier noch eins von Revolution aus dieser Candy Haze Limited Edition. Fixing Spray Sweet Dreams. Jo, das war ein schönes Produkt. Das mochte ich auch ganz gerne. Ich habe einige von Revolution mittlerweile da. Es hat hier sogar zwei Kügelchen mit drin. Ich war damals nicht so angetan von den Fixing Sprays und Setting Sprays von Revolution, weil ich den Duft nicht so geil fand. Aber mittlerweile gibt es ja auch diese Ceramid-Geschichten und so weiter. Und die haben wirklich, also die haben schon Power, die haben schon wirklich was in sich. Das hat mir Sarah Isabel damals auch ein bisschen schmackhaft gemacht, weil die auch mir gesagt hat, Mensch, die haben doch so gute und probier die mal aus und so. Wobei sie, glaube ich, eher so auf Real Love abgezielt hatte. Habe ich da nicht auch gleich eins von? Keine Ahnung. Aber Setting Sprays, Fixing Sprays ist auch das, was ich glaube ich, am meisten leer gemacht habe. Das hier war nicht so. High Beauty von Essence, das ist mir am Ende dann auch ein bisschen nicht mehr so gut rübergekommen. Also das war zum einen eher spuckend und zum anderen war das auch so ein bisschen, es hat gestunken. So. Und dann wusste ich halt irgendwann nicht mehr, ist das das Produkt selber, was so riecht oder ist das nicht mehr gut? Aber da war nicht mehr viel von drin, ne? Dann hast du ja auch noch Ever Matte mit dabei. Das heißt, es ist nicht unbedingt etwas, was ich persönlich als Finish präferiere. Ich bin ja so eher die Glowy-Verfechterin. Und ja, deswegen, also ist auch in der Limited Edition gewesen. Aber nun, hätte ich jetzt nicht nochmal gebraucht, ne? So, weiter geht's. Rödel, rödel. Das Rascheln gehört dazu. Hello Good Stuff von Essence habe ich hier das 48 Stunden Hydro Fixing Spray. Auch hier der Sprühkopf nicht so bombastisch. Also die hier von Essence haben nicht so den besten Sprühkopf, finde ich persönlich. Kokosduft muss man mögen, ne? Auch wenn Kokoswasser eigentlich nicht so wirklich einen Duft hat. Keine Ahnung. Aber das hatte schon einen Duft. Riecht man da noch was von? Ja, das riechst du noch. Das riecht auch leicht süßlich tatsächlich. Ja, kann man machen. Hat auch ja, als Setting Spray bei mir fix funktioniert, obwohl ich das, hier steht Fixing Spray drauf. Habe ich jetzt Fixing und Setting durcheinander gebracht? Keine Ahnung. Dann habe ich hier ein Oldie but Goldie Paradise Refresh Face Mist Refreshing Spray von BH Cosmetics. Also das möchte eigentlich, ich habe mir den Kopf abgemacht, den habe ich woanders drauf gesetzt, weil der gut war. das wollte eigentlich so gar nicht weder Setting noch Fixing Spray sein. Ich habe es als Fixing Spray verwendet und das hatte einen ganz, ganz tollen Sprühkopf und generell, das kam sehr, sehr schön fein raus, war aber auch wiederum sehr, sehr ölig. Also da musste man ein bisschen aufpassen. Ne? Genau, man sieht es auch von außen, dass es ölig war, denn die Schrift ist auch schon ein bisschen abgefusselt.
So, so viel zu Fixing Sprays und Setting Sprays. Dann mache ich jetzt einfach mal weiter mit Schwämmchen. Dann habe ich die nämlich auch weg. Ja, man muss ab und an mal seine Schwämmchen aussortieren, ne? Ich reinige nach jedem Mal, wo ich mich schminke, sowohl meine Schwämmchen als auch meine Pinsel. Und meine Schwämmchen reinige ich nicht nur manuell, sondern die kommen auch nochmal zusätzlich in mein Wäschenetz, wo ich auch meine Abschminkpads drin habe, ne? Die wiederverwendbaren, klar. Und dann kommen die in die Waschmaschine und in den Trockner. Und das hier war, glaube ich, mal in irgendeiner anderen Farbe und ist dann zusammen mit einer Jeans mal irgendwo reingekommen. Das sieht dann irgendwann so aus. Ja, ist halt irgendwann trotzdem Fratze und dann muss man die auch mal schon regelmäßig austauschen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, diese Amber-Schwämmchen zum Beispiel. Wie viele Jahre hatte ich dieses Amber-Schwämmchen? Aber das ist halt mittlerweile echt vollkommen fusselig. Crash Cosmetics hat so geniale Schwämmchen. Das ist jetzt einfach mal auf. Und da habe ich auch noch hier den Body Sponge, ne? Auch der ist Uppe, der hat dann auch schon Risse und so. Und wenn die halt Risse bekommen, dann sind die nicht mehr ganz so gut, sowohl in der Applikation als auch von der Hygiene her, ne? So, das wären dann die Schwämmchen gewesen. Ja, machen wir weiter mit Foundation. Das hier ist jetzt eine, die hatte ich in meinem Project Pen mit drin. Die habe ich vorher gar nicht gemocht. Oh, die war mir viel zu trocken und als ich die dann auch mit dem richtigen Primer kombiniert habe und dann regelmäßig angewendet habe, mochte ich sie schon. Eine sehr hohe Deckkraft, die MAC Studio Fix Everywhere Foundation, der All Over Face Pen, hatte ich in der Farbe NC13. War mir persönlich auch ein bisschen zu warm. Ich muss eigentlich die NW13 verwenden. Ich finde es einfach frech, dass du hier nur 12 Milliliter bekommst für einen Preis, für den vollen Preis einer Foundation. Die gibt es bei Lookfantastic. Da könnt ihr mit Claudi Welt drauf sparen. Das heißt, da könnt ihr schon mal ein bisschen was drauf sparen. Die ist aber eigentlich auch gar nicht nur als Foundation gedacht gewesen, sondern auch als Concealer, ne? Ich habe es halt zweckentfremdet als komplett Foundation und dann, das war halt super deckend, ne? Hat dir wirklich alles auch schön kaschiert und so weiter und ich habe sie aufgebraucht. Es war von der, hier, das ist dieses Airless, fand ich super. Es ist halt total hygienisch und war schon irgendwie cool. Also am Ende mochte ich sie dann doch irgendwie, aber ich muss sagen, ich würde sie mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Also das würde ich jetzt nicht machen, weil ich einfach finde, dass es 12 Milliliter für den Preis ist einfach hardcore, es sei denn, du liebst diese Foundation, du kennst sie vielleicht oder wolltest sie unbedingt schon mal ausprobieren oder du hast eine Mischhaut, eine ölige Haut, dann ist die perfekt für dich geeignet. Ich habe eine trockene Haut, da war die nicht ganz so geeignet. Dann habe ich hier noch eine Foundation auch im Project Pen aufgebraucht, die Maybelline Dream Satin Liquid. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. 01 Ivory hat mir im Sommer gepasst, wäre jetzt, wie ihr offensichtlich auch sehen könnt, nicht ganz so meine Farbe. Ja, also ich mochte sie, die hat ein tolles Finish, auch hier eine relativ hohe Deckkraft und ja, die sind eigentlich ganz gut. Gibt es die noch, die Satin Liquid Reihe? Ich glaube nämlich nicht. War aber eine sehr, sehr tolle Foundation, die ich mir nachkaufen würde, wenn ich noch eine Foundation bräuchte. Aber ich habe sehr viele und bin aktuell am Deklattern. Trotzdem kaufe ich mir immer wieder neue Sachen und ihr seht auch, Holz bei mir läuft bei mir. Ich habe ein total verrücktes Leben. So, jetzt schauen wir mal weiter. Habe ich hier noch irgendwo eine Foundation? Ich glaube nämlich nicht. Dann machen wir mal mit allem, was ich so in Richtung Primer bewegt weiter, würde ich sagen. Ja. Das hier habe ich als Primer verwendet von dem Asa Magic Finish, das Glow Serum in Rose Glow. Gibt es in unterschiedlichen Farben. Ich habe es, wie gesagt, wie ihr sehen könnt, in Rose Glow gehabt, weil ich einen neutralen, kühlen Hautunterton habe. Und da hat das super funktioniert, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Hat ein bisschen Feuchtigkeit gespendet, aber wenn ihr... Also im Sommer konnte ich das gut verwenden, aber jetzt im Winter wäre mir das viel zu wenig als Primer alleine. Dann brauche ich entweder eine richtig krasse Hautpflege, zum Beispiel die von Dalton drunter, oder ich verwende die in Kombination mit einem anderen Primer, der sehr, sehr feuchtigkeitsspendend ist und dann halt eher so in die cremige Richtung geht. Da kommen wir auch gleich zu. Aber das hätte man theoretisch auch als dezenten Highlighter sich punktuell auftragen können. Ich habe es, wie gesagt, weil ich ein Glowy-Fan bin, als Primer aufgetragen und fand das großartig. Ich weiß nicht, ob das die Originalgröße ist. 15 Milliliter glaube ich schon, ne? Ja, war glaube ich auch irgendwann mal in einem Adventskalender drin. Da habe ich das schon mal getestet. Aber so fand ich das jetzt auch schon sehr, sehr gut, ne? Doch, eine feine Sache.
Noch einen Primer habe ich aufgebracht. Wo ist er denn? Den hatte ich doch gerade in den Finger. Da. Der Skin Love and Sensitive von Essence. Primer, Moisturizing and Nourishing. Nicht pickelverursachend, also non-comedogenic. Wenn das draufsteht, heißt das, dass es nicht solche Viecher verursachen soll. Und mit Aloe Vera, also in dem Sinne auch Feuchtigkeit spendend und beruhigend. Den mochte ich wirklich gerne. Also das ist auch sowieso diese Skin Love and Sensitive Reihe von Essence. Mag ich sehr gerne, weil ich halt auch eine sensible Haut habe. Hier musst du halt ein bisschen aufpassen, weil du den eigentlich auch innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen sollst, weil die halt auch eben wegen dieser sensiblen Geschichte darauf achten, dass die so wenig wie möglich Konservierungsstoffe und Parfüm und so ein Kram alle verwenden, ne? Und eben wegen der fehlenden oder wenigen Konservierungsstoffe, oder sind da gar keine drin, keine Ahnung, kann das Ding die halt sehr schnell dann kippen. Deswegen habe ich zugesehen, dass ich das recht schnell aufbrauche. Aber ich finde den sehr, 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 sehr gut. Einer meiner liebsten Primer, die es je von Essence gab. So, habe ich noch einen Primer? Ich glaube nicht. Das ist natürlich, doch, ich wollte schon sagen. Aber trotzdem, es ist jetzt, ne, nur 3 Primer, ist echt nicht die Welt. Relove von Revolution H2O Hydrate Primer. Der hat okay Feuchtigkeit gespendet, aber für meine Haut hätte es gerne noch ein bisschen mehr sein können. Der hat auf jeden Fall einen guten Grip gegeben. Also der hat gemacht, dass die Foundation sehr, sehr gut gehalten hat und halt auch langanhaltend war. Das ist super günstig eigentlich, dieses Produkt bekommt ihr bei Cosmetic for Less, wo ihr mit Claudi 15 drauf sparen könnt. Also da könnt ihr auf fast alles im Sortiment sparen, immer. Und nö, also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da ist jetzt nicht die Welt drin. Ne, das ist auch immer die Sache, da muss man mal immer so ein bisschen Auge drauf haben, 12 Milliliter, dass man halt auch so die Milliliter an Angaben einfach mal miteinander vergleicht. Ja, ist aber eine schöne Sache gewesen, kann ich definitiv empfehlen. Jetzt Pinselseifen, ja komm, die habe ich ja auch mit reingepackt. Da habe ich die Da Vinci Seifen aufgebraucht. Warum habe ich hier nur das Oberteil? Habe ich das Unterteil noch irgendwie weiterverwendet? Möglich. Manchmal habe ich halt auch diese Unterteile für was auch immer dann genommen, aber die Da Vinci Seife habe ich einmal, zweimal, dreimal, viermal verwendet. Das ist auch meine liebste Seife. Hier wurde ich auch öfter schon mal gefragt, so hey, ist das wirklich für dekorative, also für Schminke geeignet oder für den Künstlerbedarf? Also hier steht drauf, Cosmetic Brushes. Die haben auch Seifen im Sortiment, die halt nicht für Cosmetic Brushes sind, sondern für die Farbmalpinsel, die man halt so hat, ne? Also wenn du halt malst, für Künstlerbedarf. Aber das hier ist halt extra für, also Schminke. Ne, dafür geeignet. Und das pflegt die Pinselhaare, deswegen würde ich zum Beispiel auch keine Kernseife oder so verwenden, um meine Pinsel zu reinigen, weil ich möchte, dass die möglichst lange halten und der Kleber sich nicht löst oder die Haare nicht kaputt gehen und so. Meine Pinsel halten wirklich Jahre, Jahre, Jahre. Ich habe teilweise meine Pinsel noch von Anfang meiner YouTube-Zeit hier. Ne? Genau, und ich mache das Ganze jetzt schon seit über 5 Jahren, glaube ich. Und ja, mega geile Empfehlung, ist auch wirklich gar nicht so teuer, kriegt ihr bei Amazon. Und ja, sofern ich die Produkte finde, findet ihr sowieso dazu Links in der Infobox. Habe ich recht gut aufgebraucht. Ich habe jetzt auch die ein oder andere weitere mir gekauft, um sie einfach mal dagegen auch für mich persönlich antesten zu lassen. Aber ich muss sagen, bislang ist tatsächlich Da Vinci das Beste, was es so gibt. Dann habe ich hier nämlich auch noch die von Lethal Cosmetics verwendet. Die ist relativ schnell aufgebraucht gewesen, die Brush Soap. Die war auch gut, aber ich würde tatsächlich die von Da Vinci bevorzugen, weil da halt das Preis-Leistungs-Verhältnis besser ist. Ne? Genau. So, Nagellack habe ich jetzt auch gar nicht mal so die Welt aufgebraucht, um das mal so zu sagen. Ja, nämlich Nagellack an sich gar keinen, aber ich habe 2-mal meinen Topcoat aufgebraucht und das ist der beste Topcoat ever, ever, ever von Essie, dieser Platinum Great Finish, ne? Der ist großartig, der kostet ein paar Euro mehr, ja, aber er ist es auch definitiv wert. Also der macht die Haltbarkeit halt wirklich, ne? Wenn ich meine Nägel mache, dann mache ich halt vorher auch Handpeeling und so ein Kram, dann mache ich mir einen Basecoat drauf, dann mache ich 2 bis 3 Farbschichten drauf, vielleicht dann auch irgendwie nochmal so ein Glitzer-Gedönsen drüber und dann als Abschluss diese Schätzelein. Ich habe auch schon andere ausprobiert, die waren alle nicht so gut und das macht halt wirklich, dass meine Maniküre, wenn ich nicht zu viel Blödsinn mache, zu viel renoviere, zu viel rumwusel und so weiter, dass das schon eine Woche hält, ne? Und also sehr, sehr empfehlenswert. Also bester Topcoat. So, dann kommen wir mal zu meinen, ja, Wimpernseren, Leute. Das ist so auch das,
was bei mir immer viel, viel ausmacht, ne? Also Vavavoom Lashes, ich liebe sie. Ich mag es intensiv, ich mag es derbe. Ich mag es, wenn meine Wimpern gefühlt die ganze Zeit meine Augenbrauen kitzeln. Das ist so meine Welt. Und deswegen, also feiere ich hart. Dann habe ich dann auch, nachdem ich jetzt abgestillt habe, in Kauf genommen, dass dann auch wieder Hormone mit ins Spiel kommen, weil das haben wir bei meinem liebsten Wimpernserum auf jeden Fall mit am Start. Habe ich jetzt alle. Ich glaube schon, ja. Und man sollte halt bei Wimpernserien immer ein bisschen aufpassen. Ich versuche das schon so zu machen, dass ich dann maximal 2 Monate ein Wimpernserum auch direkt am Auge anzuwenden. Und wenn dann noch was drin ist, kannst du es immer noch eine Etage höher wandern lassen und in den Augenbrauen anwenden. Aber ich würde es an den Augen selber nicht länger als 2 Monate verwenden. Bei mir halten die auch wirklich länger eigentlich, ne? Also da wäre noch mehr drin, deswegen gebe ich mir das dann in die Augenbrauen. Aber ich habe ein bisschen, wenn du es direkt in Kontakt mit Schleimhäuten hast, sei da ein bisschen vorsichtig. So meine persönliche Empfindung, ne? So, mein liebstes Wimpernserum ist das Grande Lash MD. Das ist gar keine Frage. Das ist das allerbeste, tollste, großartigste Wimpernserum, was ich je getestet habe. Das gab es ja auch im Look Fantastic Adventskalender und auch mal in der Glossy Box Girls und so. Da habe ich hier jetzt aufgebraucht. Muss man immer ein bisschen gucken. Hier waren jetzt 2 Milliliter drin. Und in diesem hier waren auch 2 Milliliter drin. Also die beiden habe ich aufgebraucht, die Grande Lash Dinger. Und das verlinke ich euch in der Infobox. Das ist fantastisch. Fantastisch. Wirklich, Leute. Zieht euch das rein. Das eskaliert. Und bei so gut wie jedem, dem ich das empfohlen habe, hat das diesen Effekt halt auch gemacht. Meine Freundinnen kaufen das aktuell halt auch immer wieder nach, fragen mich auch immer wieder, Claudi, hast du immer noch deinen Code? Kannst du mir den noch mal kurz verraten? Und ja, bestes Wimpernserum. Ich habe natürlich auch ein paar andere getestet, um euch da halt auch einen Vergleich zu geben. Da habe ich hier zum einen das von Svenja Wahlberg, das Lash Cocaine, was es ja so leider auch gar nicht mehr gibt. Irgendwas ist hier ausgelaufen. Wer ist er denn? Ist irgendwas ausgelaufen? Ja, das war klar, ne? Wahrscheinlich irgendein Fixing Spray oder so, oder? Weiß ich nicht. Doch, das riecht irgendwie, aber es ist nass. Na, man weiß es noch nicht so genau. Okay, also das Lash Cocaine habe ich auf jeden Fall auch einmal verwendet und aufgebraucht. Das war gut, ja. Das hat auch, glaube ich, sogar Hormone mit drin. Aber es war bei weitem nicht vergleichbar mit dem Grande Lash. Auf gar keinen Fall. Trotzdem fand ich es halt gut. Dann habe ich hier aufgebraucht, da sind ganze 6 Milliliter drin. Also das definitiv erst auf den Wimpern, dann auf den Augenbrauen. Das ist so meins, ne? Das Lash Limb von Özlem. Da verlinke ich euch gerne mal den Ella Nilo Shop. Das ist ja eine Kollegin von mir, die habe ich ja auch dieses Jahr, also 2023, live und in Farbe kennenlernen dürfen auf dem Event von Maxim in Kooperation mit Riva Lausny. Und ja, ich hatte auch gerade irgendwie was Nasses auf der Nase. Super sympathische Frau und die hat dieses Lash Limb halt rausgebracht. Da sind auch Hormone drin, aber diese Hormone, so hat sie das halt auch gesagt, wirken wirklich nur dort am Auge, weil das sind Hormone, die du auch so in Augentropfen und so weiter drin hast und die sind halt explizit dafür ausgelegt, nur vor Ort zu bleiben und nicht irgendeinen Blödsinn woanders anzustellen. Und das ist halt die Sache, das hier habe ich auch in der Schwangerschaft verwendet, ne? In der Schwangerschaft und Stillzeit. Deswegen hatte ich letztes Jahr auch eins davon aufgebraucht und ja, dieses Jahr halt auch in der Stillzeit und da war ich fein mit und ich habe es auch schon Freunden empfohlen, die halt auch in der Situation sind. So, dann habe ich aufgebraucht das Grande Brow Enhancing Serum. Das ist halt auch nochmal, auch aus dieser Grande Cosmetics Reihe, ne? Oder von Grande Cosmetics ist es explizit für Augenbrauen. Das hat einen etwas breiteren Applikator, weil du hier ja auch eine etwas breitere Fläche hast, auf der du arbeitest. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich halt die Wimpernserien dann ja auch hochwandern lasse in die Augenbrauen, meine Augenbrauenhärchen sind relativ lang und dementsprechend kann ich mir das auch immer so machen, dass es etwas voller aussieht, als es eigentlich ist, weil ich einfach erblich bedingt nicht so super viele Härchen generell an meinen Augenbrauen habe. Also mein Papa hat ungefähr gar keine Augenbrauen zum Beispiel und dadurch, dass ich ja auch 89 geboren bin und in den 2000ern in meiner Pubertät war, habe ich dann natürlich hier in der Mitte relativ viel gezupft und ja, da wachsen dann vereinzelt wohl mal Härchen, aber das sieht dann doch etwas
fizzelig aus, ne? Aber das hier, genauso wie auch das Grande Lash und das von Lash Cocaine und das von Lash Lamp, das wirkt halt so, dass die Wachstumsphasen der Augenbrauen oder der Haare generell verlängert werden und das hindert einfach die Haare am Ausfallen. Das kann man sich im Prinzip so vorstellen, dass so ein Serum halt quasi die Haare an der Wurzel festhalten, dass sie nicht wegfallen und so, ne? Und so funktionieren halt diese Hormongeschichten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, hier zum Beispiel Rouge Foncé, das habe ich dann irgendwann, das war irgendwann weil ich das halt ja auch an meinen Wimpern verwendet habe, wie man offensichtlich sehen kann. Das ist halt eher so ein Ölprodukt, was dann ja quasi die Wimpern pflegt. Also das ist auch wie so ein Mascara-Bürstchen gewesen und das macht man sich dann an die Wimpern dran und das hilft einfach vor Haarbruch, ne? Und genau, deswegen, also das hier habe ich aufgebraucht, ja, schon, da ist noch ein bisschen was drin, aber ganz ehrlich, das will ich weder in meine Augenbrauen noch in meine Wimpern noch weiter schmieren und ja, hat halt einfach wie ein Öl geholfen, aber du kannst dir genauso auch so Rizinusöl oder so holen und dann mit einem Spoolie dir einfach auf die Wimpern bürsten und schützt so dann deine Haare vor Haarbruch. Durchaus auch eine Möglichkeit. Fahren wir fort mit Puder, würde ich sagen. Da habe ich auch ein bisschen was aufgebraucht, und zwar die drei hier. Ja, ich muss gestehen, dass ich hier bei diesen gepressten Pudern dann irgendwann gesagt habe, für mich ist es jetzt einfach aufgebraucht. Gut, also hatte ich alles auch in meinem Project Pen mit drin, also das hilft tatsächlich, ne? Einmal habe ich hier die High Beauty Geschichte von Essence und ihr seht es ja auch an der Verpackung, das ist ja echt nicht mehr nice. Und ja, außen ist dann halt noch der Rest vom Schützenfest und es riecht nicht mehr gut, es hat sich auf dem Gesicht nicht mehr gut angefühlt und dann habe ich halt gesagt, für mich ist es jetzt einfach aufgebraucht, ich habe es intensiv verwendet und dann kommt es jetzt weg. Dann habe ich hier von Essence, auch von Essence, All About Silky Matte, oh mein Gott, Essence, bitte bringt das wieder ins Standardsortiment. Was habe ich schon viel damit rumgeheult, oder? Ich liebe einfach, dass wir hier ein gepresstes Puder haben, was aber nicht so tot matt ist. Das fand ich so schön. Das war einfach so toll auf der Haut, das hat mir so gut gefallen und es war rosa und das ist einfach schon 100 Jahre alt. Und deswegen ist das einfach jetzt auch einfach, it's gone, oder? Ganz ehrlich, sagen wir mal vollkommen ehrlich miteinander. Ja, ne, genau. Und dann habe ich hier von Fenty Beauty, das war so eine Travel Size, sowas liebe ich ja, ne, wenn man die Möglichkeit hat, dass man halt auch dekorative Kosmetik, nicht immer nur alles in der Full Size dann halt da hat, sondern dass man das halt auch in kleineren Größen bekommt. In der Farbe Butter, Pro Filter, Mini Instant Retouch Setting Powder, da waren 7,8 Gramm drin und ich verwende ja solche losen Puder, vor allem um so um meine Augen drumherum oder hier Nasolabial, am besten in die Nase rein, Claudi, ne? Nasolabialfalte oder hier so, ne? Dass man da halt das Ganze abpudert und für den Rest verwende ich dann ja gerne ein gepresstes Puder, einfach weil so mein Make-up am besten hält. Und ja, das habe ich aufgebraucht, das fand ich auch wirklich gut. Ich habe für mich nur entschieden, dass ich mir dieses hier nicht nochmal nachkaufe, weil das halt, also die Farbe Butter war halt einfach schon ein Stück weit zu gelb. Im Sommer ging das klar, jetzt im Winter wird es gar nicht funktionieren. Drei Puder. Ist nicht die Welt, aber immerhin mehr als so manch andere Kategorie. Hier habe ich von Nabla Two Reasons, das ist ja in Soft Nude ein Blush und eigentlich quasi Highlighter, was auch immer, Balm. Aber diesen Balm habe ich nicht aufgebraucht, aber das Blush habe ich aufgebraucht. Und ja, den, keine Ahnung, wofür man das verwenden soll. Ich fand das super. Also wenn Nabla das so solo rausbringen würde, würden die ja wahrscheinlich auch noch mehr im Preis runtergehen, was ich fein finden würde. Genau, aber ja, also guter Cream Blush. Aber dieses andere Ding, das braucht eigentlich kein Mensch, ne? Naja, war aber ganz schön, hat mir gut gefallen, müsste ich jetzt auch schon wieder da haben. Und das gibt es bei Purish, da müsstet ihr aktuell mit Claudis Welt 15% drauf sparen können. Also da gibt es halt auch das hier in verschiedenen Farben. Ich habe, wie gesagt, die Farbe Soft Nude, Link in der Infobox. So, einen Bronzer habe ich nicht aufgebraucht, einen Highlighter habe ich natürlich auch nicht aufgebraucht. Ich arbeite aktuell aber schon dran, dass ich so ein bisschen auch Liquid-Produkte aufbrauche. Das mache ich auch schon im letzten Jahr, da habe ich auch schon mit angefangen, dass ihr dann quasi dieses Jahr auch mehr von solchen Kategorien sehen könnt. Womit ich jetzt weitermachen würde, sind Lippenprodukte. Das sind diverse. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass es dann doch so viel zum Jahresende hin wird. Also bin ich ein bisschen erstaunt von mir selbst. Das ist noch was anderes. Hier ist wirklich... Es ist immer irgendwas ausgelaufen. Ja, hier ist irgendein Lipgloss oder so auf. Du bist ausgelaufen.
Was ist denn mit dir nicht richtig? Naja, es ist wie es ist. Doch, ich habe, na gut, das ist es ein Primer oder ist es ein Highlighter? Man weiß es nicht. Ich sage einfach mal, es ist ein Highlighter. Ich habe einen Highlighter aufgebraucht, okay. Wenn das im Asa Magic Finish als Primer einkategorisiert wird, dann habe ich hier aber einen Highlighter aufgebraucht. Von Key Soul Care Let Me Glow Illuminating Serum. Okay. Hier habe ich drauf geschrieben, schimmert toll. Also das hat mir gut gefallen. Ja, das war eine kleine Größe mit 5 Millilitern. Ich habe einen Highlighter aufgebraucht. Ja, hat mir gefallen. Yay! Gönnt mir diesen kleinen Triumph. Es ist gar nicht so leicht, einen Highlighter aufzubrauchen. Okay, also jetzt kommen wir erstmal zu diesem Übeltäter, was ich großartig fand. Poutbomb Plumping Lip Gloss mit Vitamin E. Ich glaube, nicht jeder findet das großartig. Ich glaube, Kiss war die Farbbezeichnung. Ja, und den fand ich großartig. Mit diesem dicken Applikatorfüßchen, was jetzt mittlerweile gammelt. Nom, zeige ich nicht weiter in die Kamera. Hättet euch einen Screenshot machen können. ja, fand ich sehr, sehr gut. War ein schönes Lipgloss-Produkt. Noch ein Lipgloss-Produkt, wobei das ist ja eigentlich eher ein Lip Glaze gewesen. Ist hier Maxime Giacomo mit Catrice. Hat er ja 2022 die Limited Edition gehabt. Maxime Giacomo in Colors. Ja, auch den habe ich aufgebraucht. Ja, man sieht natürlich hier noch was am Rand und so weiter. Ne? Aber das ist, für mich ist es aufgebraucht. Ist es leer. Und ich habe da nichts mehr rausgekriegt. Der war tatsächlich auch nicht wie ein klassischer Lipgloss, sondern der war ja auch ein Lip Glaze. Ne? Also, dass du quasi einen Hauch von auf die Lippen bekommen hast, aber halt nicht dieses klassische Lipgloss-Feeling. Ein Liquid Lipstick habe ich aufgebraucht, weil ich eskalativ Adventskalender ausgepackt habe und mir den hier immer wieder fleißig draufgegeben habe. So ein geiles Produkt werde ich mir nächstes Jahr oder jetzt dieses Jahr zum Ende des Jahres oder Mitte des Jahres, wenn die Adventskalender starten, wieder nachkaufen, weil der so haltbar ist. In der Farbe Orange Red ist es der Velvet Couture Liquid Lipstick von Linda Hallberg. Der war so gut. Oh mein Gott, aber ist jetzt halt leer. War sehr haltbar und sehr, sehr charmant. Hier sieht man auch die Farbe, ne? Mega geil. Der hat mir richtig gut gefallen und der hat richtig schön geleuchtet. Also hatte halt auch so ein bisschen diesen blauen Teil mit dabei, dass die Zähne ein bisschen weißer wirken, ne? Hat gut gehalten. Ihr habt es ja auch gesehen. Er hat gute Dienste verrichtet. Und vorher habe ich dieses Schätzelein von Chanel verwendet. Hatte ich auch mal irgendwo in einem Paket, keine Ahnung. Ich habe ihn mir definitiv nicht selber gekauft. Rouge Coco 440 Arthur. Ich habe mir den Arthur auf die Lippen gegeben. Das war aber nur eine kleine Größe. Hier steht jetzt, glaube ich, nicht unbedingt drauf, wie viel da drin war. Auf jeden Fall ja, hätte ich mir den sicherlich noch irgendwie mit dem Pinsel rausfrickeln können. Aber nee, der hat halt auch irgendwann etwas knetig gerochen, um das mal so zu sagen, weil der noch vom Vorjahr angebrochen war. Aber den hatte ich dann ganz am Anfang dieses Jahr aufgebraucht. Sehr schön. Da haben mich auch viele gefragt, was trägst du auf deinen Lippen? Und wenn ich dann geschrieben habe, Chanel sowieso, also oh, das war dann natürlich etwas ernüchternd. Ne? Vielleicht finde ich aber dieses Jahr auch einen wunderschönen roten Lippenstift oder Liquid Lipstick, den ich dann in der Adventskalenderzeit tragen kann. Was dann ein bisschen bezahlbarer ist. Ne? Den hatte ich auch eine ganze Weile offen. Der ist dann dieses Jahr auch leer gegangen. Benefit Double the Lip. They are real. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Der war mal irgendwann in so einer Sonderedition der Glossy Box mit dabei, die eine Kooperation mit Benefit hatten. Und dann haben die den mit reingemacht. Lusty Rose und Beyond Sexy Lipstick and Liner in One. Ne? Also, das war schon ordentlich. Und ja, der war wunderschön. Also auf den Lippen richtig geil. Muss ich, also wirklich... Wirklich, wirklich schön. Und habe ich tatsächlich auch gebraucht. Ich bin ein bisschen baff. doch, mehr Lippenpflege. Ich wollte schon sagen, habe ich nur eine Lippenpflege aufgebraucht? Nee. Also es sind 3 Lippenpflegeprodukte nur leer gegangen. Ich hätte echt gedacht, dass da noch mehr mit bei gewesen wären. Crazy. Echt crazy. Nun, einmal habe ich hier von Colourpop nämlich dieses, oder von Fourth Ray, das ist die Pflegemarke von Colourpop, Pure Madness Overnight Lip Mask Produkt verwendet aus der Alice in Wonderland Collection. Und das ist dieser kleine Pilz gewesen. Super süßer Geschmack. Ne? Also ich feiere das ja. Oh, das riecht so lecker nach Keksen. Ich habe es hart gefeiert. Für mich eine ganz tolle Geschichte, die ich auch am Bett stehen hatte. Also mega Empfehlung. War aber eine Limited Edition. Yay. Fand ich aber sehr schön. Von Elizabeth Arden 8-Hour Cream Nourishing Lip Balm. Fand ich gar nicht so geil, wie alle so erzählt haben. Also ich war froh, als diese Tube leer war, bin ich ehrlich. Ich habe das abends nach dem Duschen verwendet und dann auf die Lippen drauf gemacht. Mit Murren. um es mal so zu sagen. Naja,
war okay, war sehr fest, war nicht meine Welt. Etwas, was sehr leicht und sehr, sehr schön auf den Lippen war, ist dieses Bilou-Lippenöl. Das kriegt ihr, glaube ich, für 5 Euro oder so in der Drogerie. Ich meine, dass ich hier auch noch tatsächlich... Nö. Ich dachte, ich hätte davon noch eins gerade hier in meiner Schublade. Dann habe ich aber eins auf jeden Fall in meinen Backups drin, weil ich das sehr, sehr gut finde. Das war, glaube ich, dieses Cherry Lip Oil. Ich will gar nicht dran riechen. Ich glaube, das riecht auch gar nicht mehr so geil. war auf jeden Fall sehr pflegend, sehr schön, sehr angenehm, sehr empfehlenswert. Habe ich auch oft verwendet, während ich mich geschminkt habe. Deswegen sieht man daran auch noch Make-up-Reste. Dann habe ich gerade beim Überfliegen gesehen, dass ich hier irgendwo, genau hier, auch noch so ein Augenbrauen-Serum-Gedönsen verwendet habe. Aufgebraucht habe. Und zwar von Essence. Overnight Brow Mask Conditioning and Regenerating. Das habe ich mal irgendwie, ich glaube, von Emmy geschenkt gekriegt. Das war halt einfach pflegend. Ne? Also das hat man sich dann auf die Augenbrauen so draufgegeben. Das ist halt ein bisschen schwierig, wenn man auch ein Augenbrauen-Serum verwenden möchte. Habe ich dann so im Wechsel verwendet. War halt auch mit so einem Applikator wie halt eine Mascara. Nee, doch nicht. War auch so zum Draufpinseln. Okay, habe ich jetzt anders in Erinnerung gehabt. Ich will auch wieder nicht dran riechen, weil ich das, glaube ich, auch Mitte letzten Jahres leer gemacht habe. Ja, würde ich jetzt aber so nicht nachkaufen. Da bin ich eher bei meinen anderen, ne, Wimpern- und Augenbrauenprodukten. Ja, Nagelfeilen habe ich witzigerweise hier auch ab und an mal reingeschmissen. Okay, 2 Stück. Einmal von Art Deco und einmal von keine Ahnung, wo die herkommt. Waren okay, ja, also sehen auch nicht so mega viel benutzt aus. Die von Art Deco fühlt sich auch sehr, sehr feinporig an, dass sie auch gar nicht so ratschig wäre. Die hier fühlt sich deutlich besser an. Ja, kann man machen, ne? Sind halt Nagelfeilen. Oh, noch eine aufgebraucht. Die ist super schnell geknickt, aber die habe ich auch sehr intensiv verwendet. Okay, weitermachen wir mal mit Parfum. Da, du lagst auch im Lipgloss, Freundchen. Bleh. Das ist ja nicht so geil, ne? Da habe ich nur 2 aufgebraucht, weil ich mich halt viel durchgetestet habe. Und dann ist es ganz schön schwer. Von Kajali dieses Yum Pistachio Gelato. Das ist eine kleine Testergeschichte, aber trotzdem. 1,5 ml, ne? Das fand ich richtig, richtig angenehm. Fand ich sehr, sehr schön. Das ist ein ganz toller Frühlingsduft. Doch, das kann man wirklich so sagen. Und dann habe ich hier noch von Viva V den Modern Orchid aufgebraucht. Viva V gibt es nicht mehr. Da konnte man so kleine Sachen mit 5 Millilitern auch immer ganz gut kaufen. Ne? Die hatten auch ganz, ganz tolle Düfte. Auch das ist ein Duft, den ich eher so im Frühling, Sommer verwendet habe. Genau. Ja, aber also der Viva V ist nicht ganz so mega haltbar gewesen, finde ich persönlich, aber halt auch gleichzeitig nicht ganz so aufdringlich. Und ja, da muss man halt gucken, was man so mag und präferiert. Den NYX Glitter Primer habe ich dann ja Ende letzten Jahres auch nochmal aufgebraucht. Den habe ich Gott sei Dank mir jetzt auch wieder neu gekauft. Meine Herren, der war richtig lange offen. 6 Monate soll man sowas maximal offen haben. Läuft. Dieses Mal werde ich etwas mehr drauf achten. Ohne NYX Glitter Primer, ohne mich. Muss ich wirklich sagen, also das ist für mich auch der beste... Es ist ja keine wirkliche Cut Crease, die ich mir damit ziehe, aber wenn ich mir die matten Töne aufgetragen habe, nehme ich mir so einen, habe ich hier jetzt gerade gar nicht stehen, aber so einen synthetischen Pinsel mit so einem Katzenzungenpinsel, mache mir davon einen Stritz drauf, trage mir das einfach hier so auf den beweglichen Lid, manchmal auch ein bisschen in das Inner Corner und wenn ich mir dann diese Schimmerlidschatten drauf tupfe, dann knallen die halt richtig und die halten, die rieseln nicht runter und deswegen, also für mich eine absolute Mega-Entdeckung des Jahres, weil ich letztes Jahr damit angefangen habe, den auch wirklich regelmäßig zu verwenden. Und eine absolute Empfehlung für euch. Also schaut euch den definitiv an. Wenn ihr sagt, ach Mensch, bei mir halten die ganzen Schimmer-Lidschatten doch gar nicht so wirklich. Das ist so easy peasy, das anzuwenden. Der lässt euch auch den Lidschatten nicht irgendwie verschwinden, weil er den irgendwie wegschieben würde oder so. Das ist so einfach und Mega-Empfehlung. Wirklich, wirklich, wirklich doll. Ja. Hat sie jetzt auch oft genug gesagt. Jetzt sammle ich mir hier mal so ein bisschen die Augenbrauen-Fixierungsprodukte raus, die ich so aufgebraucht habe. Sind das echt nur 2? Ich bin ja erstaunt. Ich bin nahezu entrüstet. Okay, krass, ja. Einmal, also beides. Mega geile Produkte. Dominique Cosmetics hat dieses Brow Blowout Shaping Gel rausgebracht. Heidenei ist das gut. Das ist ja, also wir haben ja diesen Augenbrauen-Laminierungstrend und ich liebe es, wenn meine Augenbrauen festgetackert werden, gar keine Frage. Und das ist einfach Wunderzeug. Wirklich, wirklich gut.
hat bei mir klasse funktioniert. Entweder man liebt es oder man hasst es, ist das, was ich so halt mitbekommen habe. Man muss manchmal das Bürstchen auch ein bisschen reinigen, weil da natürlich auch Augenbrauenprodukt dran hängen bleibt, ne? Das ist halt sehr, sehr pastig, cremig, aber es lässt sich so toll auftragen. Ich muss mir das unbedingt neu bestellen. Es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Also extreme Empfehlung meinerseits, kriegt ihr bei Purish. Und ja, ich habe es gerockt, wirklich. Also seit dem Zeitpunkt, wo ich es bekommen habe, wo es rausgekommen ist, ich habe es direkt aufgebraucht, also bis zum Aufbrauchen verwendet, weil ich das einfach so gefeiert habe. Und auch ein All-Time-Favorite ist der 24-Hours-Brow-Setter von Benefit. Der tackert die Augenbrauen wirklich fest. Es gibt mittlerweile natürlich auch günstigere Alternativen aus der Drogerie, ne? Aber ich finde, Benefit 24-Hours-Brow-Setter ist und bleibt ein Staple-Produkt, was einfach in der Anwendung ist und womit man echt gut klarkommt. Und das kann ich einfach immer wieder empfehlen, ne? Ganz, ganz tolles Produkt. Wirklich gut. Ja, weiter geht die wilde Reise. Lidschattenbase. Ist das eine Lidschattenbase? Ja, die habe ich aufgebraucht, ne? Von Revolution, der Eye Primer. Das war so ein Riesenvieh. 2,5 ml habe ich aufgebraucht. Fand ich gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Jo, ne? War ein guter Augenprimer, ein guter Lidschattenprimer und ich würde auf jeden Fall Lidschattenprimer bevorzugen anstelle von Concealer, weil Concealer einfach dicker ist meistens, der bewegt sich mehr und du hast einfach auch viel, viel mehr auf den Augen und du hast du einfach irgendwie wie so eine richtige Schicht. Ich finde, ein Lidschattenprimer ist auch so ein Zwischending zwischen Pflege und dekorativer Kosmetik, sodass du da halt einfach auch ein bisschen mehr für die Augen bekommst. Und ne, bei mir ist das ein oder andere Fältchen an den Augen nun mal da, also auch auf den Augenlidern. Und da sieht einfach ein Lidschattenprimer deutlich besser und smoother aus, als wenn ich mir dann Concealer drauf mache. Das ist einfach meine Erfahrung des Ganzen. So, jetzt komme ich mal zu Augenbrauenprodukten, also Farbe. Ne? Da habe ich auch ein paar aufgebraucht und da war ich bei manchen auch wirklich schockiert, dass sie dann doch relativ schnell leer gegangen sind. Und es ist auch gar nicht mal so wenig. Das ist natürlich krass. Ja. Okay, wir starten mit einem, was ich liebe und hasse dieses Produkt. Ich liebe die Farbe. Ich liebe es, wie es auf den Augenbrauen ist, aber ich hasse es, dass es innerhalb von einer Woche aufgebraucht ist ungefähr. Catrice Limetic Ultra Precise in der Farbe 015 Ash Blonde. Perfekte Farbe, perfekte Farbe. Aber ich sehe nicht ein, jede Woche oder für jede Woche einen Augenbrauenstift zu kaufen. Sehe ich nicht ein, weil dann ist das schon wieder meiner Meinung nach einfach nicht Drogeriepreis. Ganz ehrlich, ne? Da hast du einfach von anderen Produkten viel, viel mehr. 0,05 Gramm sind hier drin und es ist halt ein sehr, sehr weiches, sich sehr, sehr schnell aufbrauchendes Produkt. Ja, ist großartig, aber gleichzeitig auch furchtbar. Dann haben wir hier Benefit Precisely My Brow. Der hält dir wirklich lange. Habe ich in der Farbe 2 und das ist auch eine Originalgröße gewesen. Ich habe den auch schon in kleineren Größen gehabt. Der Benefit hat auch einfach fancy Verpackung, ne? Ja, ist leer. Und Spoolie hinten dran. Lipgloss ist auch noch hinten dran. Läuft bei mir. Hose muss eh in der Wäsche. Genau. Der hält jetzt sehr, sehr lange. Also da hast du wirklich auch, ne? Bis er aufgebraucht ist, lange was von. Monate. Wirklich. Je nachdem, wie doll du deine Augenbrauen halt malst. Der war auch so schnell aufgebraucht von Smashbox, der Browtech Matte Pencil. Und ich weiß noch, als ich dann auch diese Slim Pencils in Anwendung hatte und dann halt so viele hintereinander aufgebraucht habe, dass dann auch viele gesagt haben, oh mein Gott, wie schnell brauchen sich solche Augenbrauenstifte auf, das ist ja krass, aber es liegt halt immer wirklich dran, ne? Du hast halt bei diesen Ultra-Slim-Viechern immer diese sehr, sehr dünne Mine, was sehr schön ist, um die Augenbrauenhärchen zu malen. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch viel, viel weniger Produkt. Hier waren auch 0,09 Gramm drin. Das ist schon heftig, ne? Wenn man das vergleicht, wie viel haben wir in dem Benefit? 0,08 ist auch witzig. Aber hier hast du länger was von als von dem Smashbox. Auch witzig. Welche Farbe habe ich eigentlich bei dem Smashbox gehabt? Das habe ich gar nicht erwähnt. Blond, ne? Genau, der hat aber farblich ganz gut funktioniert. Was auch farblich ganz gut funktioniert hat, ist von Nabla Brow Ambition Micro Stroking Brow Pen in der Farbe Ash Blond. Den habe ich auch gerne verwendet, als meine Augenbrauenhärchen vielleicht mal etwas lichter waren und als sie noch nicht so lang gewachsen waren, um da einfach mal so Lücken aufzufüllen. Jetzt ist er halt mittlerweile leer, aber jetzt aktuell verwende ich zum Beispiel ab und an mal den von Iconic London. Der hat ja auch so verschiedene Enden mit dabei und ja,
auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Produkt, wenn man halt so einzelne Härchen nachzeichnen möchte. Und der war auch super schnell wieder leer von Bell Hypoallergenic Precise Brow Pencil in der Farbnuance 01 müsste das sein, steht hier hinten drauf. Ach, guck mal, den hatte ich sogar in meinem Project Pen mal mit drin. Auch interessant, ne? Genau, das ist auch so ein Ultra Slim Ding, der halt einfach schnell aufgebraucht ist. Kannst du nicht anders sagen. Ja, Eyeliner, da kommen wir jetzt auch mal zu. Da sind auch einige mal wieder leer geworden. Das Ding bei Eyelinern ist halt einfach, dass die auch gerne mal eintrocknen. Ne? Da müssen wir uns mal einfach keine Illusionen machen. Das heißt, ich glaube nicht, dass man überhaupt in der Lage ist, einen Flüssig-Eyeliner von Anfang bis Ende wirklich komplett zu verwenden, ohne dass er eintrocknet, genauso wie Mascara halt auch. Und bei Eyeliner muss man halt auch bedenken, wenn du den täglich in Anwendung hast, verwende ihn bitte nicht länger als 2 Monate. Ansonsten bist du da einfach schleimhäutetechnisch, glaube ich, zu sehr gefährdet. wenn du ihn täglich anwendest halt, ne? Ayeko Skinny Liquid Eyeliner Black habe ich aufgebraucht. Der war, glaube ich, super schnell leer, was mich sehr enttäuscht hat, weil von Ayeko habe ich eigentlich auch einen Lieblings-Eyeliner. Der hier ist es nicht. Den ich, glaube ich, dieses Jahr gar nicht aufgebraucht habe. Ne, der Black Magic, der ist auch gut. Quick Liner for Eyes Intense von Clinique. Ich glaube, ich habe damit irgendeinen Look geschminkt. Also das habe ich, ich habe das nicht einfach so aufgebraucht. Den habe ich in irgendeinem, entweder Hashtag ungeschönt Video verwendet oder sonst irgendwo. Aber, oder, nee, Karneval habe ich den verwendet, genau. Als ich, genau, da habe ich mir nämlich damit Sachen ins Gesicht gemalt. Also den habe ich nicht als Kajal aufgebraucht, aber ich habe ihn trotzdem aufgebraucht. Und auch solche fancy Looks sind ja Looks. Dann habe ich, den fand ich gut, von Eveline Cosmetics, den Precise Brush Liner aufgebraucht. Der hat auch eine Precise Brush und die kann ich euch wirklich empfehlen. Eveline ist auch eine sehr, sehr gute, tatsächlich unterschätzte Marke. Und da ist auch eine Kugel mit drin, jetzt so eine Pinselspitze, wie der Name schon sagt. She Glam Waterproof Liquid Eyeliner habe ich aufgebraucht und der war irgendwann eingetrocknet. Das ging dann relativ schnell. Ja, spricht halt nicht so für die Ultra-Qualität, aber ich muss auch sagen, bei mir kommen Eyeliner auch wirklich an ihre Grenzen, weil ich teilweise exzessive Look schminke und dann kommen die natürlich in Kontakt mit krassem Schimmer und so weiter. Dann hast du das Schimmer da vielleicht dran und das bewirkt dann auch nochmal das Austrocknen wahrscheinlich, keine Ahnung. Dann habe ich hier auch noch den Flick Stick von Botanic Beauty. Der ist schneller eingetrocknet, als dass ich ihn in irgendeiner Art und Weise bewerten könnte. Dann von Kiko, auch der viel zu schnell eingetrocknet. Unexpected Paradise Waterproof Eye Marker, das war ein Gucken. Und auch der von Josephine Cosmetics hat mich super enttäuscht. Der ist auch sehr, sehr schnell eingetrocknet gewesen, das ist sehr schade. Ja, Eye Define, ja, da war nicht so viel zu holen. Einer, der mich aber das ganze Jahr über immer mal wieder, ich glaube, wann habe ich den angefangen? Im Frühjahr habe ich den angefangen zu verwenden. Ich habe ihn leider viel zu lange verwendet. Das darf man nicht machen. Man soll ihn nicht länger als 2 Monate verwenden. Aber auch ich bin nicht unfehlbar. Ich glaube, ich habe den ein halbes Jahr oder so verwendet, einfach weil ich den so gut fand. Da kam immer wieder auch gut was raus. Jetzt zum Ende hin kam da nur noch Spuck quasi raus, also da kam nicht mehr so gleichmäßig was raus. Physicians Formula, wovon rede ich eigentlich? Eye Booster. Den bekommt man auch, ich glaube, noch bei Douglas. Ich verlinke euch den gerne. Auch da ist irgendwas mit Wimpern, Boosten, Gedönsen mit dabei. Ich finde den toll. Also ich fand den richtig toll. Oh Gott, hat er toll gemalt. Und auch der hat eine Pinselspitze und der ist somit jetzt einer meiner liebsten Eyeliner geworden. Ja, ist schon krass, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass das in diesem Jahr passiert, um das mal so zu sagen. Jetzt kommen wir noch zu einem Washi-Tape. Das sind die Einhörner. Das, was hier noch dran ist, ist quasi nicht klebend. Das kann ich mir nicht aufkleben. Hatte ich mir irgendwo mal im Action oder so gekauft oder Amazon. Ich weiß es nicht. Ihr habt sie das ganze Jahr über gesehen. Und Sarah Isabel hat mich Anfang des Jahres dazu gebracht, dass es einfach toll ist, wenn man sich halt so Klebestreifen-Looks macht. Und sie hat einfach recht. Damit kann man ganz, ganz tolle Lidschatten-Looks schminken. Und ihr fandet die Einhörner auch immer genauso süß wie ich. So, jetzt kommen wir zu Mascara. Wie gesagt, Mascara bitte maximal 2 Monate offen haben und in Daueranwendung haben. Die ist sehr, sehr gut. Hello Lashes von It Cosmetics. Da muss ich halt wirklich sagen, Leute, anfangs
mache die Wawa Room Lashes und irgendwann ist da nicht mehr so viel Produkt dran. Die habe ich dann zum Ausbürsten verwendet, was sehr, sehr gut funktioniert hat, weil das so eine Gummibürste hat. Die konnte ich dann zum Beispiel so im Übergang zu Nabla Vigis oder weiteren, die jetzt gleich kommen, verwenden. Ne? Und die mochte ich. Also die ist sehr, sehr empfehlenswert. Ich weiß nur nicht, ob es die noch gibt, aber ich fand sie sehr schön. Genau. Dann habe ich hier von L'Oreal, die war auch mega, die Unlimited Mascara. Die habe ich zum Beispiel in Kombination mit der It Cosmetics dann auch verwendet, ne? Mega gute Mascara. Und die hat auch ein Gummibürstchen, das scheint so ein Ding von mir zu sein. Ist so tannenbaumförmig, ne? Und damit kommt man auch sehr, sehr gut in den Innenwinkel, an die kurzen Wimpern hier in der Mitte. Und das kann man so abknicken. Damit kam ich nie klar, aber ich habe es halt normal angewendet und mochte es sehr, sehr, sehr gerne. Es muss sein, dass ich hier einmal mindestens die Nabla Vigis Mascara mit drin habe und ich habe sie auch wirklich nur einmal hier drin und sie ist fantastisch. Also das ist die Mascara, meiner Meinung nach. Hammer Packaging, ich liebe es, Contra Junkie hasst es. das hier war jetzt die Limited Edition, diese Gold-Version und ich habe sie natürlich auch schon wieder da, aber halt in der regulären Version, ne? Und dieses kleine Bürstchen macht so geile Sachen mit den Wimpern. Das ist der Wahnsinn. Die muss ich anfangs ein bisschen eingrooven, das sage ich immer wieder auch mit dazu. Erschreckt euch nicht, weil anfangs sehr viel Produkt auch an die Wimpern kommt. Verwendet sie dann wirklich in Kombination eben mit, ja, jetzt muss nicht It Cosmetics sein, aber mit halt irgendeiner Gummibürstenmascara, die ihr so habt. Zum Beispiel von Catrice gibt es da ganz, ganz tolle, um dann halt die Mascara auch einzubürsten. Und wenn die sich eingegroovt hat, ist sie auch schon wieder fast leer, aber dann ist sie so genial und macht euch so super krasse Wimpern. Also das habe ich schon bei vielen, vielen gehört, die einfach mir vertraut haben. Die ist der Wahnsinn. Das ist echt krass. Also die Nabla Vigis ist ganz weit oben bei mir auf der Liste. Auch auf ziemlich genau der gleichen Schiene ist die Big and Thick Lashes von Misauda, die jetzt auch sehr, sehr angespackt hier rauskommt. Aber auch die hat eine Gummibürste. Ich habe sehr viel Gummibürsten-Mascaras aufgebraucht dieses Jahr. Ich kriege sie nicht mehr auf, weil ich hier nicht dran... Ich blende euch hier mal das Bürstchen ein. Es ist auch so ein Fancy-Pansy-Bürstchen. Es ist ziemlich dick und das sieht auch wirklich sehr martialisch aus. Die macht sehr viel Schönes mit den Wimpern. Ist nicht so heftig, finde ich persönlich, wie die Nabla Vigis, aber die macht auch Wawa Voom Lashes. Mega Empfehlung von meiner Warte. Kriege ich den natürlich auch bei Purish. Dann habe ich hier von L'Oreal die Air Volume Mascara in 30 Stunden Mega Black. Lasst euch nicht von den 30 Stunden abschrecken. Ihr kriegt die trotzdem gut abgeschminkt. Aber das ist eine Mascara, die halt wirklich nicht so eine smudgy Mascara ist. Ach, die kriege ich nicht mehr auf. Doch, ich kriege sie noch auf. Ist aber sehr trocken. Die hat so ein ganz buschiges Faserbürstchen. Und die kann man auch mit einer feinen Bürste oder mit einer Gummibürste noch irgendwie auskämmen und so, ne? Aber die ist auch richtig, richtig gut. Die macht euch richtig schöne Wimpern, ist halt Drogerie, ne? Und ja, sehr empfehlenswert. Kann ich wirklich nicht anders sagen. Die Bare Minerals habe ich dann, also Lash Domination, die hatten nicht wirklich was auf meinen Wimpern bewirkt. Die habe ich wirklich, wirklich nur zum Ausbürsten verwendet, weil alleine hat die nichts auf meinen Wimpern gemacht. Auch wenn das Bürstchen total großartig aussieht und vielversprechend ist, hat das nicht wirklich meine Wimpern dominiert und die stinkt. Bah, die stinkt. Ich weiß nicht, ob das so muss. Aber ich glaube, Bare Minerals ist Naturkosmetik, da musst du sowieso ein bisschen aufpassen. Dann habe ich hier noch, oh ja, die Stella Lash von BH Cosmetics. Da habe ich nicht lange Spaß dran gehabt, die ist mir recht schnell eingetrocknet, weil das natürlich auch eine Mascara ist, die schon eine Weile in meiner Sammlung ist. Und ja, die hat halt so eine erdnussförmige Faserbürste, die hat damals auch richtig, richtig schöne Wimpern gemacht, ne? Als sie noch recht fresh war. Jetzt mittlerweile ist die halt einfach alt und stinkt und die habe ich nur ein paar Mal am Auge verwendet und dann habe ich gesagt, nee komm, jetzt musst du leider gehen. Das war eine ganz tolle Geschichte. Ist das nicht dieses Jahr gewesen, dass die rausgekommen ist? Oder war das vorletztes Jahr? Also war das 22 oder 23? Die 5D Lash Pow Volumizing Mascara von Revolution. Oh mein Gott, ja. Die habe ich auch richtig geil gefunden. Stimmt, die habe ich ganz vergessen, auch bei meinen Jahresfavoriten mit anzugeben. Nun, hat auch wieder so ein sehr, sehr buschiges... Ich stehe auf so abgefahrene Bürstchen, ne? Ein sehr buschiges Faserbürstchen. Und die war es. So gut, also die hat ganz tolle Wimpern bei mir gemacht, aber wirklich nur für eine gewisse Zeit und da war sie relativ schnell, dass sie nachgelassen hat, dass ich sie dann kombinieren musste mit anderen. Trotzdem fand ich die genial und auch diese Verpackung ist natürlich total abgefahren. Ne? Die Mascara war anfangs solide von Florasis und später habe ich die sehr viel zum Ausbürsten genommen.
oder zum Länge mit reinzaubern. Achso, so sieht die Mascara aus, weil die ein total aufregendes Bürstchen hat. Das sieht so flauschig aus. Das ist ein Faserbürstchen, was kleiner nicht sein könnte. Also nicht, also feiner, ne? Richtig, richtig krass. Und die trennt dir die Wimpern perfekt und gibt Länge. Und das hat mir halt wirklich viel geholfen. Ne? Manche Mascaras habe ich dann natürlich auch ein bisschen länger offen gehabt, weil ich sie dann nicht jeden Tag verwendet habe. Ist klar. Ne? Die Monsieur Big Mascara von Lancôme war solide, aber hat jetzt nicht diesen Monsieur Big Effekt gemacht. Das ist einfach ein ganz klassisches Faserbürstchen. Ich glaube, so am Anfang hat sie ganz viel gemacht, aber später dann echt nachgelassen. Und die stinkt. Aber die hat, glaube ich, bei der Anwendung nicht so gestunken. Ne? Und dann habe ich hier noch die letzte. Das ist von Grande Cosmetics, die Grande Mascara Lash Boosting Formula. Auch die ist natürlich in dieser Reihe von Grande Cosmetics, wo du ja diese Hormone mit drin hast. Ich weiß nicht, ob die auch in der Mascara mit drin waren. Die Mascara an sich hat auf meinen Wimpern jetzt nicht so wirklich viel gemacht. Das war auch eher eine Kombi-Mascara. Aber ja, also die Mascara würde ich jetzt eigentlich eher nicht so empfehlen. Das ist nicht so mein Vibe, bin ich ehrlich. Ich glaube, Katrin Claudi hasst mich so ein bisschen dafür, dass ich jetzt mir wünsche, dass sie jetzt hier den Gesamtwert der ganzen aufgebrauchten Produkte einblendet und es hoffentlich auch während des ganzen Videos gemacht hat. Nun, aber ich finde auf jeden Fall, dass es recht viel gewesen ist, was leer gegangen ist. Und das sind auch richtig geile Produkte mit dabei gewesen, oder? Also ich hoffe, dass ich euch mit den Limited Editions nicht allzu sehr eine lange Nase gemacht habe. Denkt aber auf jeden Fall dran, bei Dalton könnt ihr aktuell schön sparen. 25% ist ein Viertel des Preises. Wenn ihr da euch zum Beispiel diese Sets oder so anguckt, dann könnt ihr quasi durch die Sets sparen und dann nochmal 25% runter. Also ihr könnt richtig krass günstig die Produkte dort kriegen. Schaut gerne dort auf jeden Fall vorbei und auch in der Infobox, wenn ihr möchtet. Da habe ich euch natürlich allerhand natürlich rein verlinkt. Ich bin gespannt, wie sich dann 2024 diese Kiste füllen wird, denn die werde ich jetzt sauber machen, diesen wunderschönen Lipgloss-Fleck in der Mitte entfernen und dann immer wieder fleißig hier drin sammeln. Und ja, schreibt mal gerne in die Kommentare. Habt ihr auch gesammelt? Wie viel dekorative Kosmetik habt ihr so aufgebraucht? Und ja, ansonsten wegen den Panning Sisters genau gerne bei Claudis Bunte Welt vorbeischauen. Und wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr das gerne auch tun. Ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.